Jetzt bin ich gespannt. Das Puschelhäschen. Ah! Oh. Nein! Den Göttern sei Dank. Es war nur ausgemacht. Sorry. Oh, ich komme darauf nicht klar. Hallo. Wilbur, was kann ich für dich tun? Absolut köstlich. Ah, so Kumpel. Ich habe auch das Kaninchen jetzt. Hier ist auch das Kaninchen für den Zauber. Und auch noch ein weißes. Das ist perfekt. Damit haben wir alles zusammen. Komm hier rüber, stell den Zylinder auf den Tisch. Leg das Kaninchen rein. Jetzt lege ich ein schwarzes Tuch in den Zylinder. Das noch hier rüber und fertig. Wie du siehst, ein leerer Zylinder. Aber... Du musst viel mit den Armen herumfuchteln und so weiter. Die Zuschauer dürfen sich den Zylinder nicht zu genau ansehen. Dann sprichst du einige Beschwörungsformeln und machst viel Brimborium. Eine hübsche Assistentin hast du wohl nicht, oder? Ist das nicht... Wenn die Spannung am Siedepunkt angelangt ist, dann... Tata! Ziehst du das Kaninchen aus dem Zylinder, aber achte darauf, dass das Tuch im Hut bleibt. Sonst fliegt der ganze Trick auf. Ziemlich clever, oder? Das ist Betrug und überhaupt keine Zauberei. Eben natürlich nicht. Es sieht aber so aus. Aber... Ich wollte doch einen echten Spruch lernen. Bist du verrückt? Das dauert Monate. Ich kann mir mein Diplom doch nicht mit so einem Trick ergaunern. Ach was, du hast gesagt, du willst Diplom-Magier werden. Und du hast gesagt, es muss schnell gehen. Das ist deine einzige Chance. Was bleibt mir anderes übrig? Viel Erfolg bei deiner Vorstellung. Ja, das wird man ja wohl hinkriegen. Oh, verzieh dich. Na gut, weiter geht's. Ich muss gerade ganz kurz mal überlegen, aber nee, ist alles okay. Jetzt beeindrucken wir mit einem Trick, der tatsächlich kein richtiger Trick ist. Übrigens, ich muss mal ganz kurz was testen. So, es kann auch schon weitergehen. Entschuldigung, Herr Lehrer. Was gibt es? Ja, ich sag's, wie es ist. Wir haben jetzt so einen Hasen und einen Zaubertrick vorführen. Ich würde Ihnen gern den Trick, den Zauber vorführen. Ich bin gespannt. Wie Sie sehen, ist der Zylinder völlig leer. Hex, Hex. Häschen? Fantastisch. Geht es dir gut? Du hast das Kaninchen im Zylinder fast in ein Schaf verwandelt. Das ist außergewöhnlich, fast unmöglich. In dir muss erheblich mehr Magie stecken, als ich jemals gedacht habe, Wilbur Wetterquarz. Danke, aber ich hatte auch einen tollen Assistenten. Hätte mir jemand gesagt, dass ein Gnom ohne Magier in der Familie innerhalb so kurzer Zeit 2 Diplom-Magier-Prüfungen besteht, ich hätte es nicht geglaubt. In dir steckt mehr drin, als man erwartet, Wilbur. Danke. Und die letzte Prüfung werde ich nun auch noch bestehen. Ich glaube es nach wie vor nicht.
aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren. Gut, brauchen wir nur noch den Zaubertrank. Ein großer Messingkochtopf. Innen klebt ein dicker schwarzer Belag am Metall. Vermutlich wurde er schon lange nicht mehr gereinigt. Im Kochtopf köchelt etwas Wasser vor sich hin. Ich könnte mit dem Trankbrauen loslegen, wenn ich alle Zutaten hätte. Hammer aber nicht. Wie kriegen wir das hin, dass die Mate asthmatisch wird? Einige Quatsch, das war ja Knochenwurm. Die haben wir noch gar keine Made. Mein Fehler. Aber wo gab's denn Maden? Eigentlich müsste der Kollege hier unten doch wissen, wo es Maden gibt. Maden. Wenn überhaupt noch im Sumpf. Zurzeit kann er. Ja, das habe ich geahnt. Ich meine, Maden fressen Leichenteile, zum Beispiel. Sie fressen absterbendes Gewebe. Und sind ansonsten auch sehr creepy. Warum ist eigentlich die Chance, dass es hier... Ich buddel ihn einfach mal aus, die Kollegen. Ich lasse ihn da drin, bis ich beim Erzmagier war. Sonst versucht er wirklich noch, mich als Nächsten zu begraben. Ach, bist du ein Erzmagier, ne? Na super. Shit, da drin war nichts. Maden. Verschissene Maden. Ich meine, drüben bei dem Kaninchen war doch eigentlich hier so ein Stein-Gelumpe. Oh, wie leid mir das tut, das mit dem Kaninchen. Ja gut, ich bedanke mich erstmal dafür. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Aber wo kriegen wir denn Maden her? Hallo. Wilbur, was kann ich für dich tun? Ich habe Meister Markus den Zauber vorgeführt. Und? Hat alles geklappt? Nein. Nicht? Ist das Tuch mit rausgekommen? Nein. Ich habe ein Kaninchen in den Zylinder hineingesteckt und ein Schaf rausgeholt. Dann hast du etwas verkehrt gemacht. Nein, es war Magie. Ich habe das Kaninchen in ein Schaf verwandelt. Meister Markus war begeistert. Das ist wirklich beeindruckend. Gratuliere. Mit der Nummer könnten wir auf Tournee gehen. Tut mir leid, keine Zeit. So. Jetzt kann ich auch auf die Idee hier ansprechen. Ich verstehe das nicht. Warum geben Sie dem Tod Geld, obwohl er nicht ein Goldstück mit den Lebensbestattungen verdienen wird? Darum geht es nicht. Wir verkaufen die Story, die Vision. Aber irgendwann merken die Leute doch, was das für eine blödsinnige Idee ist. Sicher, aber das dauert. Erstmal gibt es Hochglanzprospekte mit hübschen Särgen. Und wir schließen medienwirksame Kooperationen, heuern Celebrities und Testimonials an. Dann stört auch der operative Verlust nicht so. Wir geben massig Gold aus und immer mehr Wahrsager werden unsere Firma eine gute Zukunft bescheinigen. Warum sollten sie? Weil dann ihre Aktien steigen werden, die sie an unserem Unternehmen halten. Und dann haben sie nicht nur Gewinne gemacht, sondern auch noch bewiesen, dass sie recht hatten. Ich kapiere das alles nicht. Zum Glück, wenn das alle kapieren würden, wem sollte ich dann meine Prophezeiungen verkaufen? Ja. Können wir noch eine Runde Glücksrad spielen? Nein, lieber nicht. Du hast den Hauptpreis schon gewonnen. Und bei deinem Glück stehe ich bald in Unterhosen hier. Dann lassen wir es lieber.
Ich gehe dann mal. Ich habe gesehen, dass du wiederkommen wirst. Ah ja. Bis dann. Netter. Asthmatische Magen. Ich gucke am besten, glaube ich, nochmal in die Zauberküche. Das klingt eigentlich klingt's vom Typus her so albern, dass es im Prinzip nur irgendwas sein kann, was bereits schon in der Küche ist. Ich wüsste auch nicht, sonst, wo ich das jetzt noch auftreiben sollte. Ich weiß, es gibt Tequilas, wo Maten drin ersoffen werden. Aber inwiefern das helfen soll? Du wirst doch wohl irgendeine von diesen Zutaten hier haben. Im Kochtopf köchelt etwas Wasser vor sich hin. Ich könnte mit dem Trank brauen loslegen, wenn ich alle Zutaten hätte. Oh Mann. Was ist das? Eine Fiole. Ich brauche nur einen Trank, also nehme ich auch nur eine Fiole mit. Okay, also wir haben schon mal eine leere Fiole. Okay, aber das mit der Made, die Maden. Bücher. Ich würde mich ja gerne hier hinsetzen und den ganzen Tag Bücher studieren. Aber leider fehlt mir dafür die Zeit. Für mich heißt es wohl Learning by Doing. Vielleicht ist sie mit magischer Kreide beschrieben. Sie ist leer. Aber sie hätte mit magischer Kreide beschrieben sein können. Okay. Wie sagst du, wie es ist? Das mit dem Maden, da muss ich jetzt einfach mal abwarten, bis ihr mir dabei helft. Ich möchte, ja gut, ich könnte natürlich jetzt auch im Internet nachgucken, wie das funktioniert. Das möchte ich aber nicht. Ich betrachte das hier jetzt als großes Gemeinschaftsprojekt. Da macht es doch durchaus Sinn. Ich muss es nochmal gucken. Der Zaubererlehrer sagt, es sei ein mächtiges, magisches Amulett. Aber er konnte mir nicht sagen, was die Fähigkeiten des Amuletts sind. Vielleicht werde ich es nie erfahren, aber immerhin habe ich damit die Prüfung bestanden. Na gut, ich gucke jetzt hier nochmal rein. Sollte ich da jetzt keine Made in irgendeinem Whiskyglas finden oder so, da kann man es, ja, das, und hab's auch nicht gefunden. Dann müssen wir das an der Stelle einfach mal sein lassen. Ich brauche jetzt wirklich eure Hilfe. Ich brauche jetzt Ideen. Wo könnte ich das Zeug herbekommen? Wo bekomme ich diese Made her? Das wäre wichtig. Das wäre jetzt wirklich wichtig. Ja, in dem Serverraum war es eher nicht. Aber das hier, das habe ich verstanden. Das sind eher eigentlich die Knochenwürmer. Die Knochenwürmer, die brauche ich ja noch. Was? Massiges Speck. Speck, Speck, Speck. Wo finde ich denn Speck? Bei fetten Leuten, schon klar. Aber der Typ, der hatte nichts mehr gehabt. Der Wuppermann, der hatte nichts mehr. Der Hamster. Beim Hamster vielleicht? Ich meine, der Hamster, der war ja mega fett. Das ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Mal genau den Hamster unter die Lupe zu nehmen. Wenn hier irgendwo richtig viel Speck ist, dann ist es doch hier bei dem Hamster. Der Vergrößerungseffekt hält nicht so lange an. Ich sollte lieber in der Nähe der Kanal. Ja, du solltest eigentlich dem Hamster das geben, damit er sich verkleinert. Schrumpfen ist ein. Ja, okay, wir haben es ja verstanden. Wir irgendwas. Was wir dem Hamster anbieten können, was wir nicht brauchen? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Okay, alles klar. Es bleibt dabei, ich brauche eure Hilfe. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie ich das hier hinkriege.
dass ich ja in die asthmatischen Speckmaden komme. Das ist das, was tatsächlich alles andere als offensichtlich ist, wo mir auch anscheinend bisher das Glück dazu fehlte, drüber zu stolpern, was ja auch mal passiert ist, so wie mit den Karotten. Ja, aber bei den Speckmaden schwierig. Schreibt es in die Kommentare und ich verabschiede mich an der Stelle und ich hoffe, dass wir uns dann möglichst bald mit The Book of Unwritten Tales wiedersehen auf diesem Kanal. Bis dahin sage ich einfach mal herzlichen Dank fürs Reinschalten, herzlichen Dank fürs Mitkommentieren und Miträtseln und ein, na, ihr kennt das ja, ein Daumen wäre ein Traum und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Tschüssikowski.